Erstmal, Herr Friemel, schön, dass Sie da sind, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ich hätte gerne gewusst, was Sie persönlich unter gesellschaftlicher Innovation verstehen. Gesellschaftliche Innovation ist ein verdammt weites Feld. Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Da diskutieren gerade viele dran herum. Gesellschaftliche Innovation sind für mich innovative Projekte, Ansätze, Initiativen, die die Gesellschaft in einer nachhaltigen Art und Weise nach vorne bringen. Das heißt, nachhaltig in ökologisch, sozialer und ökonomischer Ausprägung. Da gibt es nun gerade einmal das große Feld der Sozialunternehmer, die sicherlich dafür stehen, für soziale Innovationen. Das lassen sich beispielsweise die Wohlfahrtsverbände, wollen davon überhaupt nichts wissen, die sagen, wir sind die großen Innovatoren, warum gibt es plötzlich die Social Entrepreneure? Aber ich glaube, dass da gerade eine große Dynamik ist, gesellschaftliche Missstände ausgehend von den UN-Millenniumszielen zu überwinden. Und da sind Innovationen nicht nur in unternehmerischer Hinsicht, glaube ich, jetzt auch gefragt, sondern es gibt ganz viele Innovationen, die unterschiedlichsten Finanzierungsmodelle haben. Denn auch Kommunen, der Staat, aber auch die Unternehmen beteiligen sich an dieser Bewegung, die da gerade ist. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, damit wir die Probleme, die wir haben, lösen können. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, fassen Sie jetzt persönlich als einer der, sage ich mal, Chefbeobachter dieser Szene diesen Begriff Innovation gar nicht so eng, sondern haben jetzt auch eigentlich Intrapreneurship, neue bürgerliche Bewegungen und Innovationen seitens großer Unternehmen mit zusammengefasst in dieses Feld. Würden Sie da Schwerpunkte setzen und sagen, Social Entrepreneurship, weil es auch gerade sehr gehypt wird, wie man schön neudeutsch sagt, ist wichtiger oder gibt es für Sie da kein erkennbares Gefälle? Ich will gar nicht von wichtiger oder weniger wichtig reden. Es ist in jedem Fall gut, dass es verschiedene Player gibt, die sich darum kümmern. Die Sozialunternehmer, in der Tat, das wird gerade gehypt. Da muss man, das ist ja auch unsere Rolle als Beobachter, als unabhängiges Magazin, das kritisch zu begleiten, denn da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ganz, ganz wichtig, dass es da eben halt dass es da Partner gibt oder Player gibt, die das Feld begleiten, um dann auch korrigierend mit eingreifen zu können oder auf Problemfelder hinzuweisen. Die Sozialunternehmen beanspruchen im Moment das vor allen Dingen für sich, dass sie die Pace machen. Und da gibt es ganz viele, die das hervorragend machen, aber nicht alle sind im Kern Sozialunternehmer, das heißt, dass sie tatsächlich ein funktionierendes Geschäftsmodell von Anfang an haben, sondern sie brauchen als Partner, vor allen Dingen als Investoren, brauchen sie dann die Unternehmen, sie brauchen Stiftungen, sie brauchen kommunale Töpfe, wo sie sich dann das Geld holen können, um etwas zu starten, damit es irgendwann mal tatsächlich ein Sozialunternehmen ist, so wie wir es verstehen, nämlich dass es auch ökonomisch nachhaltig funktioniert. Deswegen sage ich, es ist keine Einbahnstraße von irgendeiner Gruppe, sondern ich glaube, dass es ist allgemein etwas, die wichtigen Player in der Gesellschaft, die müssen sich unterhaken und müssen es gemeinsam schaffen. Das Thema endet ja auch nicht an irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe. Ganz im Gegenteil. Auch wenn Sie überlegen, dass Sozialunternehmertum ganz viel zu tun hat mit Entwicklungshilfe beispielsweise. Da sehen wir gerade zu unser aller Erstaunen, dass der Minister Niebel da einen wunderbaren Job macht, zumindest in den Bereichen, die uns hier gerade angehen. Einfach als Beispiel die Idee der EZ-Scouts, der Scouts für Entwicklungszusammenarbeit, wo man eben halt versucht mit Handelskammer, mit IHK, mit den mittelständischen Unternehmen vor Ort, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam Entwicklungshilfe zu machen im Sinne von einer Form von Sozialunternehmertum. Das finde ich ganz, ganz wichtig und je mehr da mitdenken und je weniger konfrontativ wir da rangehen, desto besser ist es für diese Bewegung, die es ja im Moment noch ist. Und ich glaube, je mehr kann man auch eben halt erreichen. Andreas Heinecke hat uns hier im Interview was ganz Interessantes gesagt. Er hält diese ganze Bewegung, gerade der Sozialunternehmer, für überbewertet, hat er gesagt. Er hat gesagt, es würde sich um eine kleine Elite handeln. Er
ist jetzt jemand, der ja mittendrin steckt. Wie ist denn Ihre Draufsicht auf das Ganze? Dass Andreas Heinicke das sagt, wundert mich nicht, denn Andreas Heinicke macht das schon seit vielen, vielen Jahren. Und wenn man sich das ansieht, hat sich lange Zeit, in der er tätig war, gar nichts bis wenig getan. Deswegen wundert mich nicht, dass er jetzt sagt, das ist eine kleine Elite, die da jetzt voranschreiten. Es ist sicherlich ein Thema von einer kleinen Gruppe im Moment noch von Menschen. Gehen Sie auf die Straße, fragen Sie jemanden, ob er das Thema Social Entrepreneurship kennt. Einer von 10.000, der vielleicht eine Ahnung davon hat. Wir stellen fest in der Redaktion von Enorm, dass wir Anlaufpunkt sind für ganz viele Sozialunternehmer oder soziale Innovatoren. Als wir angefangen haben im Anfang letzten Jahres, haben sich eher zunächst viele Journalisten bei uns gemeldet, die das Thema spannend gefunden haben und die aber noch nicht ganz begriffen hatten, um was es eigentlich geht. Das ist ein Stück weit besser geworden. Was mehr geworden ist, ist, dass sich Leute an uns wenden aus Initiativen, aus Projekten, die ganz gezielt nachfragen, wie sie denn ein tragfähiges Geschäftskonzept aus ihrem Verein oder aus ihrer Initiative heraus machen können, wer der Ansprechpartner ist, ob es Agenturen gibt, ob es Berater gibt, ob es PR-Agenturen gibt, die ihnen weiterhelfen können. Und das ist schon mehr geworden. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass mehr Leute vielleicht auch unser Magazin kennengelernt haben und deswegen vermehrt auf uns zukommen. Ich merke, ich schließe nur den Schluss daraus, dass da noch auf diesem Feld noch ganz viel zu tun ist. Das heißt, ich glaube, dass der Bedarf an Dienstleistungen in dem Bereich ganz massiv und groß ist. Man muss eben halt nur aufpassen, dass es nicht irgendwann mal mehr Dienstleister gibt als Sozialunternehmer. Ja, das ist ja sowieso bei was so trendy ist, dann immer eine große Gefahr, dass sich die Begleitbewegung stärker ausprägt als der Kern. Ja. Eine letzte Frage auf Enorm bezogen. Wenn man sich die Entwicklung der Medien anguckt und die Innovation im Bereich Medien, gerade was die Firma von Herrn Jobs betrifft, und dann jemanden anguckt, der mutig genug ist, nochmal in den deutschen Zeitschriftenmarkt zu gehen, da denkt man sich auch, wow, was, wenn man es kritisch sieht, was hat das mit Innovation zu tun und warum gerade so ein ganz handfestes Magazin noch in dieser Zeit? Ja, es war in der Tat, also das war jetzt auch vor allen Dingen im Rückblick Harakiri, denn der deutsche Zeitschriftenmarkt ist dicht. Sie finden im Bahnhofsbuchhandel 1400 Magazine. Da nochmal eins hinzustellen, in der Tat, das war, um es vorsichtig auszudrücken, gewagt. Ja. Ich glaube aber, dass Magazine, um erstmal dazu bleiben, wir reden jetzt erstmal nicht von online, dass Magazine ihre Berechtigung nach wie vor haben, wenn es dafür eine Zielgruppe gibt. Das haben wir erlebt bei Elf Freunde, das Fußballmagazin, das haben wir erlebt mit Neon, das haben wir erlebt vor allen Dingen jetzt beispielsweise mit Landlust. Landlust, Landliebe, gibt ja mittlerweile auch viele MeToos. Landlust hat, ich muss jetzt lügen, 600.000, 700.000 Auflage. Offenbar hat man da eine Zielgruppe in den Elfenbeintürmen der großen Verlagshäuser nicht gesehen und nicht erkannt. Und als ich auf das Thema Sozialunternehmertum gestoßen bin, habe ich sofort den Weg zum Kiosk eingeschlagen, habe geguckt, wo kann ich mich jetzt weiter schlauen, habe festgestellt, das gibt es nicht. Beziehungsweise es gibt es, aber nur in einer ganz, ganz drittklassigen journalistischen Form. Und da war der Gedanke relativ naheliegend zu sagen, okay, das hat so viel Power und betrachtet Wirtschaft nochmal aus einer ganz anderen Blickwinkel. Was haben wir im Moment am Wirtschaftsmagazin? Wir haben die obligatorischen Hefte wie Kapital, Managermagazin, also wunderbare Magazine, aber sie wenden sich nicht dem Thema Sozialunternehmertum zu, auch nicht dem nachhaltigen Wirtschaften, sondern betrachten die traditionelle Wirtschaft. Das ist wichtig und das ist gut. Als einziges Medium, was da wirklich einen anderen Blickwinkel hat, ist Brand 1 am Markt, die ja auch erfolgreich waren und sind, aber eben halt auch noch mit einer anderen Stoßrichtung, mit einer innovativen Stoßrichtung, aber weniger der sozialen und die sozialunternehmerische Ecke beziehungsweise in die Ecke von CSA. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass dieses Thema eine Durchschlagskraft hat. Wir merken das in der Resonanz der Leser von Enorm, dass wenn die Leute es
einmal in die Hand bekommen haben, öffnen sich sofort Augen, Ohren und Herz und die Begeisterung ist sofort da. Sowas gibt es. Man kann auch Wirtschaft anders gestalten. Offenbar gibt es da eine ganze Reihe von Menschen, denen wir da aus der Seele sprechen, die sich das gerne ansehen. Es ist, was richtig ist, das ist jetzt keine, wir reden nicht über eine Landlustmenge von Leuten, sondern das ist noch auf relativ geringem Niveau alles, aber stetig wachsend. Wir haben beispielsweise jetzt nach dem ersten Jahr 4.000 Abonnenten bei Norm. Das ist schon, wenn man sich andere Hefte ansieht, auch in dem Wirtschaftsbereich, für das erste Jahr hervorragend. Und die Verkäufe an den Verkaufsstellen werden sukzessive auch mehr. Das heißt, da sehen wir, da wächst etwas heran und wir sehen uns ja auch als Beförderer dieser Welt. Wir wollen ja das Thema bekannt machen, unabhängig dabei bleiben, aber vor allen Dingen liegt es uns sehr am Herzen, das Thema bekannt zu machen. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Printmagazin, wie kann man nur ein Printmagazin in dieser Zeit noch machen, dann ist es eine andere Frage, dann ist die Frage nach Nachhaltigkeit und nach Online. Sicherlich wäre es richtiger, was die CO2-Bilanz angeht, das online zu machen. Wir haben allerdings dann wir kompensieren das mit einer Baumpflanzaktion in Togo. Das heißt, wir sind da klimaneutral hergestellt, auch das Papier ist alles mit eingerechnet. Wir haben gesagt, dieses Thema verdient ein hervorragendes Magazin, nicht nur was die journalistischen Standard und Qualität angeht, sondern auch und fotografischen und grafischen Ansatz, sondern auch was die Haptik angeht. Und wir wollen andersherum. Online funktioniert als schnelles Medium. Da gibt es, man geht drauf, Spiegel Online oder sonst wo, um sich kurz zu informieren. Aber die wenigsten lesen lange Artikel darüber, Hintergrundartikel. Und wir sehen uns als Tiefwurzler, die dieses Thema erzählen wollen. Wir wollen, dass die Leute das Heft wie ein Buch mit Kurzgeschichten behandeln. Und das hat auch unsere Befragung in der Leserschaft, hat das auch bestätigt. Die Leute lesen etwas, legen es wieder weg, denken ein Stück weit drüber nach. Ein paar Tage später lesen sie die nächste Geschichte. Denn das ist schon, man muss schon mal drüber nachdenken, einen Augenblick, glaube ich. So, insofern haben wir das als Printmagazin aufgesetzt. Sicherlich wird es nicht lange dauern, bis es ein Format gibt, auch im Online-Bereich, das diese Welt tagtäglich auch sich ansieht und darüber berichtet. Vielen Dank fürs Interview. Gerne.